Hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in Teil 6 der Kika Tutorial Serie möchten wir uns einmal damit befassen, wie man Mounting Holes in die Platine reinbekommt, also Löcher, womit ihr die Platine hinterher im Gehäuse festschrauben könnt. Und ein weiteres Thema des Videos wird heute sein, wie bekomme ich die Beschriftung auf die Platine? Also wenn ihr zum Beispiel noch euren Namen, euer Firmenlogo oder eine Versionsnummer auf die Platine schreiben möchtet, dann zeigen wir euch in dieser Folge, wie ihr das machen könnt mit KiCad. Ich möchte auch gar nicht groß rumreden an dieser Stelle, sondern ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und übergebe das Wort an Jürgen. Willkommen zu unserem Tutorial KiCad für Anfänger. Und ohne jegliche Unterbrechung werden wir auch gleich starten. Dazu öffnen wir zunächst einmal unser KiCad. Wir sehen auf der linken Seite, dass das Projekt mit aufgerufen wurde. Und beim letzten Mal hatten wir ja schon die Platine soweit hergestellt. Wir haben die 3D-Modelle positioniert. Und deswegen starten wir hier jetzt nicht den Schaltplan-Editor, sondern gehen sofort in den PCB-Layout-Editor hinein. Es öffnet sich also unsere Platine, die wir beim letzten Mal hergestellt haben. Wir haben sie uns auch einmal im 3D-Betrachter angesehen und dort auch schon die 3D-Modelle auf der Platine platziert. Heute geht es darum, diese Platine noch ein wenig zu erweitern mit sogenannten Mounting Holes, also Montierlöchern, beziehungsweise auch mit Schrift, beziehungsweise auch mit Logos auf der Rückseite. Dazu gehe ich jetzt erst einmal auf die rechte Seite auf dieses Icon und wenn ich mit der Maus da drüber fahre, seht ihr Footprint hinzufügen. Mounting Holes sind nichts anderes wie Footprints oder gezeichnete Footprints. Deswegen klicke ich einmal hier auf das Icon, gehe dann in meine Platine hinein und klicke innerhalb des Edge Cuts auf den Bildschirm. Es öffnet sich dann eine Auswahl von Footprints und hier oben kann ich einen Suchbegriff eingeben und ich gebe jetzt hier mal ein den englischen Begriff für Löcher bzw. Befestigungslöcher, der sich dann nennt Mounting Holes. Und ihr seht hier schon eine Liste verschiedener Mounting Holes mit verschiedenen Durchmessern. Und wir suchen uns hier den passenden Durchmesser aus. Und zwar benutze ich meistens bei Platinen, wenn es möglich ist, von der Größe her eben diese 3 mm bzw. 3,2 mm. Und dort passt dann auch eine M3-Schraube ganz gut durch. Deswegen wähle ich das jetzt hier aus und ich gehe jetzt auf OK. Und habe dann hier mein Mounting Hole an der Maus kleben. Ich kann ihn jetzt positionieren, wo ich es gerne hätte. Wir nehmen mal an, das Mounting Hole soll hier unten links in die Ecke. Ich positioniere und klicke einmal. Ihr könnt nun sehen, dass das Mounting Hole hier unten links in der Ecke positioniert wurde. Und wenn ich jetzt an einer anderen Stelle mit meinem Mauscursor hineinfahre und dann einmal klicke, positioniere ich jetzt noch einmal den gleichen Footprint, suche ihn mir hier nochmal aus. Ihr seht auch hier wieder, dass ganz oben festgehalten wird, welches Mounting Hole ich zuvor benutzt habe oder welchen Footprint ich zuvor ausgewählt habe. Und ich kann ihn hier oben schon anklicken und dann auf OK und das zweite Mounting Hole irgendwo innerhalb der Platine zu positionieren. Ich sag mal, wir wollen dieses Mounting Hole unten rechts platzieren und klicke einmal und ihr seht, es ist hier platziert. Ich kann mir das gleich
auch in dem 3D-Betrachter ansehen und ihr seht, dass hier unten links und unten rechts die sogenannten Befestigungslöcher, Mounting Holes in Englisch halt, dort positioniert wurden. Und mit dieser Hilfe kann ich dann die Platine irgendwie im Gehäuse oder sonst wo befestigen. Ich beende den 3D-Betrachter noch einmal, positioniere meine Platine mal in der Mitte des Bildschirms, indem ich hier oben auf dieses Icon hier klicke und die Platine wird mittig auf dem Bildschirm platziert. So, jetzt gibt es nicht nur diese eine Möglichkeit, sogenannte Befestigungslöcher auf einer Platine zu positionieren, sondern es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die ich euch jetzt mal zeigen möchte. Wir haben beim letzten Mal ja hier diesen Edge-Cut-Rahmen um unsere Platine gezogen. Dieser Edge-Cut-Rahmen teilt dem Hersteller einfach mit die Umrisse meiner Platine, also im Endeffekt die Größe meiner Platine. Ich gehe nun in den Layer Edge-Cut. Und ihr seht es auch wieder hier an diesem kleinen blauen Dreieck hier, dass ich mich im Layer Edge Cut befinde. Alternativ, wie schon erwähnt, kann ich auch durchaus hier oben über das Dropdown-Menü die Lage auswählen. Nun gehe ich in ein Zeichenwerkzeug hinein und zwar möchte ich hier auf der rechten Seite mal dieses Kreis-Icon, grafischen Kreis hinzufügen, anklicken. Gehe dann in meine Platine, klicke an irgendeiner Position, halte die linke Maustaste dann gedrückt und ziehe mir hier so einen kleinen Kreis auf und auf der anderen Seite mache ich jetzt mal das Gleiche. Es ist hier nur zu Demonstrationszwecken, das ist alles nicht in der Flucht hier und ich wollte euch nur hier mal kurz zeigen, wie man solche Befestigungslöcher denn auf der Platine herstellt bzw. positioniert. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt Footprints, das sind Mounting Holes, die kann ich mir dann aus dem Footprint-Bibliothek laden und hier positionieren oder ganz einfach im Edge-Cut-Layer einen Kreis zeichnen und dann wird auch auf der Platine ein Loch gebohrt. Zeichne ich einen Kreis oder ein anderes Polygon oder was auch immer innerhalb eines vorhandenen Edge Cuts, so wird KiCad dies als Loch bzw. als Ausfräsung erkennen. Wir können das jetzt mal kontrollieren, indem wir noch einmal unseren 3D-Betrachter aufrufen und ihr seht auch die beiden oberen Löcher sind in der Platine nun vorhanden. Das hat KiCad so vorgesehen, dass wenn ich innerhalb eines Edge-Cut nochmal einen Edge-Cut zeichne, mit Hilfe des Kreiszeichensymbols hier oder auch mit Hilfe des Liniensymbols, zeichne hier jetzt mal einfach ein Rechteck hinein innerhalb der Platine. Dazu zoome ich mal, damit ich auch die Ecke genau treffe. Und schaue mir das jetzt mal auf meiner Platine an, im 3D-Betrachter natürlich. Und ihr seht, auch dieses wird als Ausschnitt angezeigt im 3D-Betrachter. Macht natürlich wenig Sinn, jetzt hier innerhalb der Platine so ein Loch zu kreieren. Deswegen werde ich das jetzt wieder weglöschen, indem ich einmal hier in den Cursor-Modus gehe, dieses Rechteck markiere und auf der Tastatur einfach einmal entfernen drücke. Und schon ist es wieder verschwunden. Ich wollte euch das hier nur einmal kurz zeigen, wie man dort Mounting Holes bzw. Befestigungslöcher auf Deutsch anfertigt. Diese beiden Möglichkeiten haben wir hier. Also man müsste sich eigentlich an diesem Punkt nur merken, dass ich, wenn ich etwas einen Edge-Cut innerhalb eines vorhandenen Edge-Cuts zeichne, dass das dann als Ausschnitt bzw. Loch erkannt wird. Wir wollen jetzt gleich noch andere Schönheitsdinge, Verbesserungen und so weiter an dieser Platine vornehmen.
Aber zunächst einmal möchte ich hier diese unteren beiden Mounting Holes wieder löschen. Dazu gehe ich hier in den Cursor-Modus, klicke sie einmal an, drücke die Entfernen-Taste, klicke den anderen an, drücke die Entfernen-Taste und sie sind wieder fort. Ich möchte das jetzt hier mal einheitlich machen, und zwar möchte ich im Edge Cut Layer wieder einen Kreis machen, der hier unten links in die Ecke kommen soll. Das zeichne ich jetzt mal und mache das gleiche auf der rechten Seite. So sieht die Platine ein wenig einheitlich aus. Ich schaue nochmal im 3D-Betrachter und ich habe hier meine Befestigungslöcher schon auf der Platine angefertigt. Beende wieder und bin wieder zurück in meinem PCB-Layout-Editor. Oft sieht man, dass auf Platinen Logos platziert werden, beziehungsweise Schriften oder Copyright-Hinweise. Wir werden jetzt mal etwas auf die Platine drucken, und zwar einen Text. Wenn ich Text auf eine Platine positionieren und draufdrucken möchte, muss ich das in einem bestimmten Layer tun. Und dieser Layer heißt eben in KiCad und in vielen anderen CAD-Programmen auch Front Silks und Back Silks. Wenn ich eine Schrift auf die Vorderseite platzieren möchte, gehe ich natürlich in Front Silks, und möchte ich das auf der Rückseite, gehe ich in Back Silks. Wir möchten jetzt gerne einmal auf die Frontseite der Platine hier unten in diesem Bereich einen Text platzieren. Dazu gehe ich einmal in den Layer F Silks, wähle dann hier unten das Textwerkzeug aus, gehe in meine Platine, klicke einmal die linke Maustaste und gebe hier oben einen Text ein. Sagen wir mal, wir möchten hier mitteilen, wer die Platine erstellt hat. Gebe ich hier oben mal ein, Design by Jürgen, drücke die Enter-Taste und da gebe ich dann mal ein 2020 und drücke nochmal Enter und gebe hier nochmal die Version an und dann sage ich mal 1.0. Hier sehe ich die Lage, die ich ja ausgewählt habe. Wenn ich die jetzt nochmal ändern möchte, kann ich das gerne, aber nicht auf allen Lagen, sondern entweder auf Front Silks oder Back Silks. Wir bleiben auf Front Silks. Hier kann ich die Breite der Buchstaben eingeben, die Höhe der Buchstaben, die Stärke, wie stark die Farbe vom Hersteller, die Farbschichtdicke vom Hersteller. Ich lasse das meistens immer auf diese 0,15 mm. Und hier sehe ich die Position, wo der Text gleich positioniert wird, einmal in der X-Achse und einmal in der Y-Achse. Dann habe ich noch die Möglichkeit, die Schriftart kursiv zu machen. Ich kann sie ausrichten lassen, also zentrieren, linksbündig oder rechtsbündig. Ich kann es ein wenig rotieren in einer bestimmten Position. Das könnte ich dann hier angeben, 90 Grad gedreht, minus 90 Grad eben in die andere Richtung oder einmal auf den Kopf gedreht. Das wären dann 180. Ich lasse das jetzt alles hier mal so und klicke jetzt hier auf OK. Dann hängt mein Text, den ich erstellt habe, hier an meinen Mauszeiger. Ich positioniere das einfach mal hier und klicke einmal und voilà, dort erscheint dann mein Text. Wir schauen uns das mal im 3D-Betrachter jetzt an und siehe da, da ist der Text unten links. Der wird dann vom Platinenhersteller in einem speziellen Verfahren aufgedruckt und teilt dem Nutzer der Platine vielleicht mit, wer es denn erstellt hat, wann es erstellt wurde und welche Version der Platine ihm gerade vorliegt. Wir wollen jetzt noch etwas anderes machen. Wie platziere ich denn jetzt einen Text bzw. ein Logo auf die Rückseite? Das kann ich jetzt auch mal kurz zeigen. Dazu beende ich einmal den 3D-Betrachter.
gehe dann nochmal hier auf mein F-Skill. Ich möchte auf der Frontseite eventuell noch ein kleines Logo, irgendein kleines Bildchen oder sonst etwas positionieren, und zwar auf den F-Silk Layer. Dazu klicke ich einmal hier auf dieses Symbol Footprint hinzufügen, denn KiCad bringt einige kleine Logos schon mit sich. Ich klicke einmal dort drauf, gehe dann in meine Platine, mache einen Linksklick und tippe hier oben einmal den Suchbegriff Logo ein und siehe da, es erscheint das erste Logo, was KiCad schon bei der Installation mitbringt, wird dann hier angezeigt. Es gibt auch noch eine Reihe anderer Logos, wie ich zum Beispiel jetzt hier Freetonic. Ich suche mir mal hier das Logo von Osh Park aus. Osh Park ist auch ein Platinenhersteller, der hauptsächlich und im starken Maße Open Source Projekte, also Hobbyprojekte, herstellt. Ich markiere mir einmal hier dieses Symbol und schaue mal hier in den Dateinamen hinein. Es handelt sich hier um eine Größe von 2 mm. Ist vielleicht ein bisschen klein. Ich nehme mal das nächste, das ist schon 5 mm in den Maßen in der Größe. Und ich klicke dann auf OK. Und ihr seht, ich habe es wieder hier an meinem Mauszeiger. Ich suche mir eine Stelle aus. Ich sage jetzt mal zu Demonstrationszwecken hier oben rechts in die Ecke. Ich klicke einmal mit der Maus und schon ist es hier positioniert. Auch das kann ich im 3D-Betrachter wieder ansehen. Und ihr seht es, hier oben ist jetzt dieses Symbol platziert. Nun gehen wir dazu über, mal ein Symbol zu ändern. Wenn ich nicht damit einverstanden bin oder zufrieden bin, dass dieses Symbol jetzt hier auf der oberen Seite der Platine gedruckt wird, sondern ich möchte es gerne, sagen wir mal hier unseren Hinweis, möchte ich gerne auf die Rückseite haben. Auch das ist kein Problem. Ich zoome mal hinein, markiere mir eine der Buchstaben hier. Oh nein, ich muss natürlich mich vorher wieder im Cursor-Modus befinden. Klicke einmal hier rein. Es wird so ein bisschen hervorgehoben, also hell gemacht. Und dann drücke ich einmal die E-Taste. Dann kann ich hier zum Beispiel auch die Schrift ändern, also das, was da erscheinen soll. Anstelle von Version 1.0 könnte ich jetzt zum Beispiel sagen Version 2.0. Und ich kann jetzt hier die Lage ändern. Und zwar auf der Rückseite. Das wäre dann B-Silks. Ich klicke es einmal an. Und zwar ist es ja so, wenn ich diese Schriftart jetzt auf die Rückseite platziere, muss das Ganze natürlich gespiegelt werden. Ich klicke also an hier gespiegelt und sage dann OK. Ihr seht, dass es jetzt gespiegelt ist und in einer anderen Farbe erscheint. Und diese Farbe zeigt mir auch an, es befindet sich jetzt auf der Rückseite der Platine. Das kann ich mal wieder kontrollieren in unserem 3D-Betrachter. Ihr seht also, der 3D-Betrachter ist ein wichtiges Werkzeug, das man so beim Erstellen des Öfteren aufruft. Und wenn ich die Platine jetzt hier drehe, dann sehe ich, dass das dann hier unten auf der Rückseite erscheint. Und jetzt denke ich mir, dass diese Position hier so unten rechts, das gefällt mir nicht. Das kann ich ändern, indem ich zurückgehe, hier oben mittig platziere die Platine, indem ich hier oben mal klicke. Dann achte ich darauf, dass ich hier im Cursor-Modus bin. Ich zoome in die Schriftart hinein, klicke sie einmal an, sie wird wieder hell. Das wird so ein bisschen hervorgerufen. Ich drücke die Taste M für Move, scrolle mal wieder hinaus, damit ich die gesamte Platine sehe. Und sie kommt ja auf die Rückseite, also ist kein Konflikt hier mit unserer Batterie. Ja, ich positioniere das mal, sage ich mal, in die Mitte so etwas, klicke. Lege ab
öffne mal wieder meinen 3D-Betrachter und drehe die Platine mal und schiebe mir das hier so mal, dass ich das sehen kann. Zoome mit dem Mausrad mal ein wenig hinein oder hinaus und sehe dann hier, ja, das gefällt mir, das könnte man später dann in die Produktion geben. Ich möchte euch auch noch einige andere Dinge zeigen, was die Platine ein wenig verschönert oder ein wenig userfreundlicher macht. Dazu aber dann weiter im nächsten Teil. Und deswegen möchte ich mich hier erstmal recht herzlich bedanken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage dann bis dann. Tschüss. Ja, das war's auch wieder mit dem Video zum Thema Beschriftungen und Mounting Holes. Ich hoffe, ihr konntet uns soweit folgen. Sollten wir irgendwas vergessen haben oder ihr noch irgendwelche Fragen haben, stellt uns diese gerne in den Kommentaren. Auch sonstiges Feedback ist natürlich jederzeit erwünscht. Nächste Woche geht es dann in Teil 7 weiter mit einer kurzen Zusammenfassung von allem Gelernten, wobei Jürgen dann auch nochmal darauf eingeht, was gibt es für Stolpersteine bei den zuletzt gelernten Schritten. Und als Neuerung lernen wir nächste Woche, wie man runde Kanten an der Platine erzeugen kann. Also wie man auf dem Edgecut-Layer nicht nur geraden, sondern auch runde Kanten erzeugen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch meinen Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video in der nächsten Woche wiedersehen, wenn wir uns dann mit dem Thema runde Kanten und Fallstricke mit dem Neugelernten auseinandersetzen. Ich verabschiede mich hiermit und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!